die besonders Initiative zeigen. Moment, das war ein Ausschnittunternehmen, aber hat insgesamt einige 10.000 Arbeitsplätze in Österreich vorhanden sind, abgebildet. Und es gab sehr große Übereinstimmung darüber, dass es notwendig ist und wichtig ist, jetzt nach einer ersten Phase der Grundversorgung, der Sicherstellung von grundlegenden Bedürfnissen, Krankenversorgung, dann natürlich auch Integration im Bereich Schulen, Integration bei der Kinderbetreuung, auch den Arbeitsmarkt noch stärker in den Fokus zu nehmen. Es gibt ganz große Bereitschaft von Unternehmen, dass Arbeitskräfte aufgenommen werden aus der Ukraine, die Vertriebenen aufgenommen werden. Wir haben sehr, sehr viele Angebote. Es gibt auch sehr, sehr viele Initiativen, Plattformen. Wir haben darauf verwiesen, dass die Plattform, die es beim AMS gibt, allejobs.at, die zentrale Plattform ist, wo man auch vermerken kann, dass man auch ukrainische Vertriebene anstellen kann und würde. Wir haben natürlich gesprochen über Information. Wir haben die Zusicherung des Botschafters, dass er versucht, auch in der ukrainischen Community die Information weiterzugeben. Und wir, glaube ich, haben insgesamt eine gute Vorbereitung. Die Anzahl der Beschäftigungsbewilligungen ist noch relativ gering, aber sie wird in den nächsten Wochen massiv steigen. Wir werden sicherstellen, dass die Arbeitsmarktintegration der Vertriebenen, die hier arbeiten wollen, das ist keine Verpflichtung, die arbeiten wollen, rasch und geordnet vonstatten geht. Und so vonstatten geht es mir auch sehr wichtig als Arbeitsminister, dass es eben keine schwarzen Schafe gibt, die die Situation der Vertriebenen ausnutzen und eben nicht zum Beispiel die Regeln im Arbeitsrecht und am Arbeitsmarkt einhalten. Und dafür sind wir gut vorbereitet. Vielen Dank. Entschuldigung, ich will nicht weglaufen. Machen wir vielleicht alles erst durch, ich bleibe noch kurz da. Das ist gut. Ja, dann vielleicht werden die Fragen beantwortet. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir kommen gerade zurück von einem wirklich interessanten Gespräch mit 8 engagierten Unternehmen. Ich habe mir, während die Unternehmerinnen und Unternehmer berichtet haben über ihre offenen Stellen, über ihre Integrationsbemühungen, über ihre Personalsuche auch nach Menschen aus der Ukraine, kurz angeschaut in unserer eigenen Datenbank. Es saßen Unternehmen am Tisch, die aktuell 1564 offene Stellen beim AMS gemeldet haben. Und ich habe nachgeschaut und 80 davon waren schon gekennzeichnet sozusagen mit dem Hinweis, dass Menschen aus der Ukraine herzlich eingeladen werden, sich auch in diesem Unternehmen zu bewerben. Das ist generell der Hinweis, um den ich bitte, dass die österreichischen Unternehmen das machen. Melden Sie Ihre Stelle dem AMS und wenn Sie Bereitschaft haben, sich hier zu engagieren, aber auch Arbeitskräfte, Fachkräfte zu suchen, dann suchen wir darum, dass die offenen Stellen mit dem Hinweis aufgenommen werden, der auf unserer Homepage sowohl auf Deutsch, Englisch als auch Ukrainisch, ohne dies dort steht, sozusagen geschalten werden. Dann können wir die in diesen Tagen Menschen aus der Ukraine bei uns registrieren, rasch sozusagen auch notwendige Schritte setzen, damit eine Vermittlung klappt. Das beginnt bei der Kompetenzfeststellung in den Muttersprachen, die wir in ganz Österreich sozusagen über Beratungszentren aufgebaut haben. Das beginnt in vielen Fällen wahrscheinlich mit dem Erlernen der deutschen Sprache, weil das doch eine notwendige Voraussetzung für viele Jobs ist. Da und dort wird es schon klappen, dass es auch etwa mit Englisch geht. Der IT-Bereich ist prädestiniert dafür. Es ist ganz interessant zu merken, dass es auch gar nicht so wenige Unternehmen gibt, die bereits Beschäftigte in der Ukraine hatten oder mit Unternehmen zusammengearbeitet haben in der Ukraine, wo es tatsächlich auch Bekanntschaften gibt. Und das erklärt auch, warum wir ja jetzt schon Beschäftigungsbewilligungen ausgestellt haben. Aktuell gibt es 155 aufrechte Beschäftigungsbewilligungen. Und das wären täglich natürlich mehr. Ich habe mir die ein bisschen durchgeschaut. Da sind viele dabei, die Menschen aus der Ukraine betreuen. Die allererste Beschäftigungsbewilligung, die wir erteilt haben, war für eine Schule in Graz, wo 3 ukrainische Mädchen in der Klasse waren und sie sozusagen eine zweite Lehrkraft gebraucht haben, die ukrainisch spricht, damit die Mädchen jemanden haben, der mit ihnen spricht und ihre Sprache versteht. Bei uns in ganz Österreich, muss ich sagen, sind in den AMS-Geschäftsstellen die Ukrainerinnen und Ukrainer noch nicht wirklich angekommen. Mit heutigem Stand gibt es 340, die sich bei uns gemeldet haben, noch sehr wenige. Die These, die dahinter steht, weil doch schon rund 20.000 blaue Karten gedruckt wurden und versandt worden, ist die These, dass die Menschen, ich sage jetzt verständlicherweise, sich noch beschäftigen mit Wohnen, mit sozusagen Ankommen, mit Unterbringung in den Kinderbetreuungseinrichtungen, in den Schulen. Und jeder, der selber Kinder hat, weiß, wie
wie schwierig und aufwendig es ist, ein Kind in den Kindergarten zu bringen, in einen neuen Kindergarten. Noch viel schlimmer, wenn das Kind ganz sicher ja eh auch verunsichert ist, Vater nicht da, Kindergarten nicht deutsch sprechend und so weiter. Also eine Herausforderung, aber wir glauben, dass in diesen Tagen immer mehr Menschen jetzt sozusagen zu uns kommen. Wir sind bereit, wir sind vorbereitet und wir stehen bestmöglich unterstützend zur Verfügung. Ich war jetzt auch sehr erfreut, muss ich sagen, jedes Unternehmen, das am Tisch war, und das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu sagen, hat nicht nur das Verständnis, sondern auch die Bereitschaft gezeigt, sich über die Maßen von einer normalen Beschäftigungsaufnahme zu engagieren. Das ist auch notwendig. Da kommen Menschen zu uns, die in einer schwierigen Situation sind, die alle oder in den meisten Fällen Kinderbetreuungsnotwendigkeiten haben, die Unterbringungsthemen haben, die die Sprache noch nicht gut können und so weiter. Und da reicht es nicht, und das möchte ich offen auch sagen, da reicht es nicht, wenn man einfach sagt, ich habe Personalmangel, fein, da kommen jetzt Arbeitskräfte. So simpel ist es nicht. Es wären die Unternehmen, die flexibler sind, die vielleicht akzeptieren, dass jemand die Sprache noch nicht kann und hier unterstützen, die unterstützen beim Ankommen, bei Wohnen, bei Kinderbetreuung, die werden rascher Arbeitskräfte kriegen und rascher Arbeitskräfte finden, und da wird das gut funktionieren. In dem Sinn heute einen sehr, sehr positiven Eindruck von den Unternehmen, die da waren. Das wird gut klappen. Die Bereitschaft ist sehr, sehr hoch. Die Bereitschaft der Menschen in unserem Land anzukommen, die Bereitschaft Arbeit zu suchen, aber auch die Bereitschaft der Unternehmen, sich hier zu engagieren. Vielen Dank. Geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, mit heutigem Stand haben wir 51.000 erfasste, schutzberechtigte ukrainische Vertriebene in Österreich und gleichzeitig 21.000 blaue Karten versendet, und ein Großteil ist schon an den betroffenen Personen eingelangt. Der Jobgipfel, initiiert vom Herrn Bundesminister Kocher, war sehr fruchtbringend. Wir konnten uns mit namhaften Unternehmen in Österreich austauschen, wie die Formalitäten sind, damit wir hier rasch ukrainische Vertriebene in den Arbeitsmarkt bringen können, weil auch der Wunsch da ist. Aber auch wenn es noch so viele positive Initiativen gibt mit Jobplattformen und eigene Unternehmen derartiges kreieren, muss es an einer Stelle koordiniert sein, und da verwende ich immer den Ausspruch Einheit der Führung, und das muss das AMS sein, und das AMS ist hier in ganz Österreich perfekt aufgestellt, kann in kürzester Zeit die Qualifikationen, die erforderlich sind für die einzelnen Unternehmen, herausfiltern und rasch die Personen zusammenbringen, damit hier ein geregelter Tagesablauf für vertriebene Personen aus der Ukraine erfolgen kann. Was auch erforderlich ist, eine entsprechende Betreuung für die Kinder. Hier leisten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus eigenem Antrieb sehr viel schon in den Gemeinden. Und wenn man bedenkt, dass wir bereits in Österreich 4.000 Kinder ins Schulsystem integriert haben, das hier läuft, leistet auch der Unterrichtsminister plus die Länder hervorragende Arbeit, um hier Möglichkeiten für eine berufliche Tätigkeit zu schaffen. Dankeschön. Ja, grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich auch, die Sicht quasi der Unternehmensseite reinzubringen. Keine Frage ist die jetzige Situation für ein Unternehmen etwas, wo man auf der einen Seite helfen muss. Was wir tun, wir haben 1 Million Euro an das Rote Kreuz gespendet. Gerade noch heute 50.000 Euro an die Caritas. Aber viel wichtiger, ich bin zutiefst überzeugt, dass das eine historische Chance ist, um Schlüsselpositionen für unser Unternehmen, gerade im Bereich der IT, des Engineerings, mit Ukrainern füllen und wirklich schließen zu können. Und ich glaube, uns ist auch bewusst sein, dass es eine Situation ist, wo wir uns um die Ukrainerinnen und Ukrainer bemühen müssen, sie integrieren müssen als Unternehmen und wirklich ein Paket bieten müssen, was so attraktiv ist, dass man letztendlich auch in Österreich bleibt. Als Konzern haben wir eine Jobplattform geschaffen für uns insgesamt über alle Länder, wo wir täglich 50 Bewerbungen allein für Österreich bekommen. Nicht nur aus Österreich mit Ukrainerinnen und Ukrainern, sondern auch aus Polen, aus Rumänien etc. und aus anderen Ländern. Wir sind aber auch niederschwellig unterwegs, indem wir bei uns im Unternehmen in den Räumlichkeiten quasi Sprachkurse anbieten
für Ukrainerinnen und Ukrainer, die ankommen, Sprachkurse, um überhaupt mal den täglichen Bedarf zu decken, aber auch dann weiterführend auf Jobprofile dann vorbereitet zu werden. Und interessanterweise von einem Startup, was von einer Ukrainerin gegründet wurde, die sehr früh geflüchtet ist, in Verbindung mit Rusi und Havera, einem Startup quasi, einem Konstrukt, was auch im Startup-ähnlichen Konstrukt immer sich um Flüchtlingsintegration gekümmert hat. Also tolle Initiativen. Für mich jedenfalls bleibt übrig, dass ich als Magenta diese Chance nutzen will, um wirklich die Schlüsselpositionen, die wir haben, mit Ukrainerinnen und Ukrainern füllen zu können. Vielen Dank. Grüß Gott. Ich als Botschafter der Ukraine bin dankbar, dass ich an diesem Gespräch, welches jetzt stattgefunden hat, teilnehmen konnte, weil letztlich geht es um das Schicksal Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier nach Österreich gekommen sind. Ich habe gesehen und festgestellt, wie stark die Bereitschaft seitens der Bundesrepublik hier ist, wie auch viele Unternehmerinnen und Vertreter der Unternehmen hier auch sehr stark engagiert sind, um Arbeitsplätze für die Ukraine anzubieten. Ich kann nur auch darauf hinweisen, dass es jetzt mal wirklich um das Schicksal der Menschen geht, die sich vor diesem schrecklichen Krieg retten mussten. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich sehe, wie stark die Hilfsbereitschaft in der österreichischen Gesellschaft ist, auch die starke Solidarität, die Hilfsbereitschaft auch von der Seite der Bundesregierung, der Wirtschaft, Unternehmen, dann sehe ich gute Chancen, dass die Ukrainer hier diese Zeit, die sie hier verbringen müssen, dass sie hier auch gut verbringen werden, das heißt Möglichkeit auch arbeiten. Das Problem ist natürlich sehr, sehr komplex. Da haben wir auch darüber diskutiert und ich sehe auch die Bereitschaft hier auch sich mehr einzusetzen, weil es geht auch um die Plätze in den Kindergärten, in den Schulen. Es hat sich sehr, sehr viel hier schon wurde getan und ich sehe auch die Bereitschaft, dass auch andere Fragen in diesem Zusammenhang auch an den Fragen gearbeitet wird. Ich bin im Kontakt mit vielen Ukrainern hier in Österreich, treffe mich regelmäßig und die Informationen, die ich heute bekommen habe, natürlich werde ich auch den Ukrainern weitergeben. Ich werde die auch ermutigen, dass sie hier wohl fühlen können und auch entsprechend von unserer Seite habe ich bekräftigt, die Botschaft der Ukraine ist bereit, die Menschen zu informieren über alle Möglichkeiten, die im Zusammenhang hier mit dem Aufenthalt in Österreich sind. Ich danke Ihnen sehr. Schwierig. Ja, Herr Minister, ich habe zwei Fragen an Sie. Zum einen die Gewerkschaft, Sie haben das angesprochen, Lohndumping. Die Gewerkschaft befürchtet, dass es da Lohndumping geben könnte, gerade wenn geflüchtete Menschen einen niedrigeren Job brauchen, kann das natürlich eine Gefahr sein. Wie werden Sie dem entgegenwirken? Und dann das andere ist die Kinderbetreuung. Da sagt auch die Arbeiterkammer, es braucht irgendwie, wenn die mit Frauen arbeiten gehen sollen, genügend Plätze für Kindergärten, aber auch für Schulen, vor allem in den Ländern ist das irgendwie schwierig. In den Bundesländern fordert die Regierung ja auch was zu tun. Was machen Sie da? Zur Frage des Anstellens und der Verhältnisse. Wir haben natürlich bewusst die konkrete Konstellation gewählt mit einer Beschäftigungsbewilligung. Wir haben heute auch nochmal auf die offizielle Plattform des AMS verwiesen. Natürlich auf die Möglichkeit vom AMS Informationen zu bekommen. Das alles stellt sicher eben, dass es zu keinem Lohn- und Sozialdumping kommt. Das ist der Grund, warum auch der Prozess vielleicht ein, zwei Wochen länger gedauert hat, jetzt aber dafür natürlich auch in einem Umfeld passiert, wo Kontrolle möglich ist. Jetzt kann natürlich durchaus
sein, dass einzelne Unternehmer, einzelne Vertriebene jetzt direkt sich treffen und dass es da zu Verfehlungen kommt. Wir werden das natürlich sehr genau beobachten und werden natürlich strafen und auch stärker kontrollieren in den Bereichen, wo das passieren kann. Wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, das haben wir heute auch sehr, sehr stark betont, dass die Vertriebenen den gleichen Status am Arbeitsmarkt haben in Österreich, wenn sie eine Beschäftigungsbewilligung haben wie Österreicherinnen und Österreicher. Und deshalb darf es kein Lohn- und Sozialdumping geben. Die Kinderbetreuung ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Es gibt sehr, sehr intensive Gespräche, haben wir auch heute angesprochen, zwischen natürlich dem Bund, den Ländern, den Gemeinden. Es gibt extrem intensive Vorbereitungen, Bemühungen auf der Gemeindeebene, die ja zum Großteil für die Kinderbetreuung zuständig ist, aber auch bei den Unternehmen, dass das gelingt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es Pakete geben muss. Pakete im Sinne von, dass Unternehmen natürlich auch mit den Ländern, mit den Gemeinden sprechen, dass die Betreuungsplätze vorhanden sind, wenn sie Menschen anstellen. Also ich bin optimistisch, dass das gelingt. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir sprechen jetzt schon von 50.000 Menschen, die nach Österreich gekommen sind. Und es wird sicher auch in der Zukunft, wenn sich die Lage nicht rasch beruhigt, eine größere Zahl werden. Und ein Gutteil davon wird am Arbeitsmarkt in Österreich tätig werden. Habe ich denn den falschen Eindruck erweckt? Ich habe die 155 Bewilligungen, die wir bisher verteilt haben, größtenteils taggleich erteilen können. Das heißt, wir haben aktuell noch 41, also das ist der Stand von heute 11 Uhr, da waren 41 sozusagen noch Anträge in Bearbeitung. Wir sind momentan nahezu taggleich da. Wo es länger dauert, ist dann, wenn die Leute eine Beschäftigungsbewilligung beantragen für eine Person, die noch die blaue Karte noch nicht hat. Also wir sind nicht die Engstelle, im Gegenteil. Der Herr Bundesminister hat dankenswerterweise das Verfahren so vereinfacht, beschleunigt und auch noch kostenfrei gemacht, dass wir, also ich habe es in der Zeit im Bild gesagt, dass ich zusagen kann, dass wir alles in wenigen Arbeitstagen erledigen. Momentan schaffen wir sogar taggleich, aber ob der geringen Zahlen. Die Damen und Herren sind hauptsächlich Damen, sind einfach, sage ich mal, noch nicht so weit angekommen, weil sie sich noch mit Wohnen, mit Kinderbetreuung, mit anderen Themen beschäftigen, dass es am Arbeitsmarkt einfach, sie sind ja auch noch nicht bei mir, österreichweit 340 vorgemerkte Ukrainerinnen und Ukrainer, davon sind 279 weiblich und relativ wenige männlich. Also das dauert offenbar noch ein bisschen. Können Sie auch noch ganz kurz was dazu sagen, weil Sie sagten, sehr viele Unternehmen haben sich schon gemeldet und gesagt, sie wollen gerne Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen. Welche Branchen sind denn da besonders, glaube ich, vorstellbar? Also wir suchen die Unternehmen, die sich gezielt hier sagen, ich möchte mich hier engagieren, ich suche Ukrainerinnen und ich suche Ukrainer, dass die eben einen Satz aufnehmen in ihr Jobinserat. Das sind aktuell mit heutigem Stand 1751 gewesen. Ich habe vorher kurz geschaut, es wird laufend mehr, die Stellen sozusagen kennzeichnen. Wenn man die Stellen anschaut, dann ist einmal der erste Teil sozusagen sind Stellen, die wieder etwas mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zu tun haben. Das ist im Bereich Kindererziehung, Kinderbetreuung. Es ist die Caritas mit sozusagen Organisation von den Einrichtungen in der Messe oder wo am Land. Das sind Deutschtrainer, die gesucht werden und so weiter. Und dann aber sind es alle möglichen Unternehmen, die ja einfach Arbeitskräfte suchen. Und da muss ich offen sagen, da reichen die Unternehmen von, das habe ich versucht vorher zu sagen, reichen von ich habe Arbeitskräftebedarf, super, fein, da kommen Arbeitskräfte, bis zu merkbar, sage ich mal, auch sozialem Engagement. Ich möchte hier etwas anbieten. Da steht dann auch im Inserat drinnen, dass sozusagen keine besonderen Deutschkenntnisse notwendig sind oder solche Dinge. Und die Vielfalt ist groß, praktisch in allen Branchen. Es gibt etwa auch Tourismusstellen, wo Wochenend-, Ferien- und Abendjobs gesucht werden. Da sage ich offen, bitte noch einmal zur Kenntnis nehmen, die typische Person, die zu uns kommt, hat kleine Kinder. Das heißt, wird wohl nur zu den üblichen Betreuungszeiten zur Verfügung stehen. Das heißt, das wird, wir wissen es vom österreichischen Arbeitsmarkt ja auch, Mütter mit kleinen Kindern sind nicht so flexibel einsetzbar aufgrund der Kinderbetreuungssituation. Aber sonst sind es alle möglichen Stellen. Es sind IT-Stellen, es sind überall dort, wo die Leute hoffen, wo sie sich engagieren. Es ist der Handel, es ist die Industrie, alles Mögliche, quer durch. Und es werden täglich mehr. Wir haben jetzt ja gehört, quasi es funktioniert eine gute Zusammenarbeit. In Österreich ist das sehr
offen auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher gekommen sind, zu unterstützen. Jetzt hat es aber von Seiten der österreichischen Politik doch ein bisschen gedauert, auch Konsequenzen bezüglich Russland zu ziehen. Heute kam die Meldung, russische Diplomaten wurden jetzt quasi ausgewiesen. Was sagen Sie denn dazu? Hat das zu lange gedauert? Ich habe festgestellt, die russischen Diplomaten wurden ausgewiesen. Das ist aus meiner Sicht das Ergebnis der Ermittlungen von dem Auswärtigen Amt von Österreich. Mehr kann ich hier nichts sagen. Von der anderen Seite kann ich nur Folgendes sagen, dass es lange Zeit russische Propaganda auch im Westen sehr stark war, einflussreich, und hat dazu auch beigetragen, dass russische Interessen in Europa sehr stark waren, längere Zeit auch die Ukraine von der europäischen Politik, auch hier in Österreich, wahrscheinlich nicht sehr stark im Fokus stand, wahrgenommen wurde. Und kann ich nur sagen, dass erst jetzt nach den tragischen Bilderszenen aus der Ukraine mehr und mehr Menschen verstehen, was Russland ist, wie viel Leid, also was russische Barbarei bedeutet, und dass hier auch noch diese Solidarität hier in Österreich noch stärker wird, weil die Menschen mehr und mehr verstehen, was wir wirklich die Ukraine, was für ein Leid uns angetan wird. Und wenn ich jetzt auch zum Thema der Veranstaltung komme, dass die Menschen hier sind, auch die Menschen, die in die Familien aufgenommen wurden, die erzählen natürlich den Gastfamilien hier, warum sie kommen mussten, schwierig dort, das war alles zu erleben, unmenschliches Leid, was sie erleben mussten. Da denke ich, dass auch wenn jetzt mal von russischer Seite auch was anders kommentiert wird, hier die Öffentlichkeit hier in Österreich hier ganz klar Verständnis hat über diesen Krieg. Dankeschön. Herr Botschafter, was erwarten Sie sich von der Reise unseres Bundeskanzlers in die Ukraine? Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler diesen Besuch machen wird, dass er sich bereit erklärt, die Ukraine zu besuchen. Und ich erwarte sehr, sehr konstruktive Gespräche über weiteres Engagement von der Bundesregierung, von Österreich, insbesondere wenn es jetzt mal um die weitere Unterstützung der Ukraine geht, wirtschaftliche, finanzielle, humanitäre Aktionen, aber auch in Bezug auf die viele Gebiete, Territorien, die in der Ukraine jetzt von Russen befreit wurden, geht es jetzt mal um Aufbau. Und da hier erwarten wir, dass Österreich sich sehr, sehr stark engagieren wird. Aus meiner Sicht grob kann man schon sagen, wenn man sich anschaut, die Verteilung, die Altersverteilung bei den etwa 50.000 registrierten Personen, dann sieht man, dass da ja, fast 20.000 Kinder dabei sind, oder sagen wir mal Personen unter 18, von denen auch noch viele in die Schule gehen und auch weiter in die Schule gehen wollen. Es gibt ein, finde ich, sehr tolles Projekt in Wien etwa, die Stadt Wien mit Raiffeisen International, die sozusagen Vorbereitungen machen im ersten Bezirk für, ich weiß die Zahlen jetzt nicht, irgendwas unter 100 Schülerinnen und Schüler für die Matura in der Ukraine dann sozusagen, auf Ukrainisch. Das heißt, wenn ich die jungen Menschen abziehe und gleichzeitig abziehe, ich glaube, es waren 4.000 Personen über 65, dann bleibt mir, ich sage jetzt gut, die Hälfte an Personen über von den 50.000, die in Frage kommen für ein Auftreten am Arbeitsmarkt. Jetzt sind da aber auch Personen drunter, die ein Baby kriegen oder die noch ganz kleine Kinder haben und so weiter. Das heißt also, wir glauben nicht, dass es werden sicher
merkbar unter der Hälfte der Personen am Arbeitsmarkt überhaupt auftreten. Nicht jeder davon notwendigerweise zu mir kommen. Auch jetzt gibt es schon Personen, die waren nicht bei mir, da ist nur ein Antrag für eine Beschäftigungsbewilligung erfolgt. Und dann wird sich das ein bisschen verteilen, auch über die Sprachkurse und so weiter, wann sie zu uns kommen. So in der Größenordnung. Diesbezüglich gibt es enge Abstimmungsgespräche seitens vom Innenministerium mit den Ländern. Hier hätte es ja bei der letzten Flüchtlingskonferenz eine Einigung gegeben. Hier braucht man aber Einstimmigkeit. Ein Bundesland hat sich nicht dafür bereit erklärt. Und somit wird es in weitere Verhandlungen gehen. Aber eines steht fest, dass ukrainische Vertriebene auf jeden Fall etwas zuverdienen werden müssen können. Das wird sich sonst nicht anders ausgehen. Wenn man bedenkt, wir haben hier zwei verschiedene Gesetzesmaterien. Das eine ist die Vertriebenen und das andere ist das Asylbereich. Und das darf man einfach nicht vermischen. Und das wird aber gerade jetzt versucht zu vermischen und das wird klar getrennt bleiben. Also die Gefahr sieht das Innenministerium nicht und genau das sind eben Bestandteile von Verhandlungen, dass hier kein Nachteil erfolgen darf bei den schutzberechtigten Personen. Wir haben das heute auch ausführlich besprochen natürlich und es ist ganz klar, dass ein Großteil der Schutzsuchenden wirklich voll oder Teilzeit arbeiten wollen und mehr als geringfügig arbeiten wollen. Und wir werden sicher Regeln finden, dass das möglich ist. Die Gespräche laufen, wie gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu unterstützen. Es geht um eine volle Integration am Arbeitsmarkt und Geringfügigkeit soll nicht das Ziel sein. Aber natürlich muss es auch Grenzen geben, die mal kurzfristig erlauben, dass man nicht sofort aus der Grundversorgung fällt. Aber die Gespräche laufen. Ich bin optimistisch, dass sie positiv abgeschlossen werden. Ein Foto von meinem LinkedIn aus. Ja, genau, der Peter Schiebermaus. Ich schieben auf Zeiten. Das hat der Raum. Bitte. So geht das so, danke sehr. Danke.